MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Von Jano, 16.499 Euro. Dazu muss man sagen, Jano ist ein relativ neuer Fahrer, soviel ich weiß. Arbeitet in der MAN-Firma. Bin ich richtig? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mal kurz was trinken. So, wieder da. Ach ja. Ist das schön. So richtig idyllisch. Angenehme Ruhe. Gelassenheit hier auf den Straßen. New Yorks. Nein, Herbert, nicht New York. So. Ich weiß leider nicht, was der vor uns fährt momentan. Okay, so um die 85 km/h sind es circa. Können wir mal lauschen, ob da vorne was kommt. Ich hoffe nicht. Wir können zwar relativ flott reagieren, aber wir fahren schließlich ein Haus, was heile ankommen möchte. Ist aber nett, dass der Abschleppdienst Sprit dabei hatte. Sonst lägen wir nämlich auf der Straße, beziehungsweise vor der Reparaturwerkstatt und kämen nicht weiter. Nein, Moment, stimmt gar nicht. Wir waren ja bei der Firma rausgefahren und dann war der Sprit leer. So war es ja. Und dann landeten wir bei der Reparaturwerkstatt und hätten die keinen Sprit gehabt, dann säße ich da fest. Genau. Wie wurden wir eigentlich mit dem Haus abgeschleppt? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, hier vor noch einen Abschleppwagen. Nee, never. Mm-mm. Ist ja wohl das Paradies hier überhaupt. Guck mal, es geht bergauf und es interessiert den Wagen einfach nicht. Er gibt einfach weiter Gas. Wir können sogar wahrscheinlich noch beschleunigen. Tatsache, wir beschleunigen sogar noch bei Bergauffahrten. Ist das bestialisch, oder? Huch, ein bisschen zu flott. Das war der Drang zur Beschleunigung. Das hat mich gepackt. Hier ist eine Landstraße, die führt nach da oben. Ich weiß nicht, was da oben ist. Sieht ein bisschen verdächtig nach illegalen Aktivitäten aus. Wir fotografieren es mal. Oh, 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 oh. Neues Einkommen, bald haben wir die 5 Millionen geknackt, da bin ich mir sicher, und dann können weitere Firmen gegründet werden. Wenn wir mal kurz eine Auflistung machen, was wir momentan so im Schnitt verdienen. Firmenmanagement, das Garagenmanagement würde ich gerne öffnen. Und hier sehen wir unseren täglichen Profit. Natürlich die Fabrik in Wuppertal und in Genova, die aus irgendeinem Grund klein ist. Weiß ich gerade auch nicht, warum. Die ist jetzt groß, wunderbar. Und irgendwie nur ein LKW und zwar unser Petterbilt drin. Ach, die habe ich ja auch vor kurzem erst eröffnet. Natürlich, logisch. Aber wir haben einen hohen Tagesumsatz und das ist doch schon mal gut. Wo kommt der denn jetzt her? Hatten wir gerade vor ein paar Sekunden nicht noch gar keinen vor uns? Und vor einmal fährt ein LKW vor uns mit Holz? Der wäre mir doch aufgefallen. Ich verzweifle hier, Leute. Ne, 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 ne. Das Spiel verkackt einen. Das Spiel verkackt einen. Aber ordentlich. Hier könnten wir nochmal überholen, aber dann würden wir ja die Geschwindigkeitsregeln brechen. Was nicht so korrekt wäre.
wo der Kollege vor uns schon sehr langsam fährt, das muss man zugeben. Wir setzen zum Überholen an, würde ich sagen. Ja, komm. Wir riskieren es nochmal. Wir fahren einfach mit dem Haus an ihm vorbei. Ich fahre in Urlaub, dann nehme ich einfach immer mein Haus mit. Ist einfach viel bequemer, als immer eine Ferienwohnung zu mieten. Ich habe jetzt gelesen, das erste funktionierende Hoverboard gibt es. Das funktioniert wohl mit einem Magnetfeld. Auch sehr interessant und nur auf bestimmten Stoffen, natürlich. Also nicht auf allem und jedem Material funktioniert das Hoverboard. Aber die Planung ist schon mal da und das erste ist tatsächlich fertig und kann man bald in der USA erwerben. Und das hatten wir noch letztens als Thema. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das Hoverboard, wie geil es wäre. Und zack, ist es da, als ob ich es wusste. Wahnsinn. Alle Achtung. Ja, der Plan ist ja, apropos Haus, zum Thema Haus, ne, dass man später Häuser, komplette Häuser einfach transportieren kann. Da habe ich mich mit meiner Frau im Wohnzimmer kaputt gelacht, wo wir das gelesen hatten, beziehungsweise glaube ich sogar, ne, gelesen. Von wegen, wenn man da nebeneinander sitzt, in einem Haus und denkt sich, der Ausblick ist scheiße, ruft man einfach mal kurz seinem Nachbarn an, hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Dann fragt er, ja, was denn? Kannst dein Haus ein Stück nach rechts schieben? Der Sonnenuntergang ist gerade da, aber wir können ihn leider nicht sehen. Bäm, Pech schwarz. 23 Uhr. Wahnsinn. Dann benutzen wir doch mal fernes Licht. Das Licht der Ferne. Und man kann wirklich fern gucken, aber man sieht das Ende der Straße nicht mal. Wahnsinn, man sieht echt nicht das Ende. So, was haben wir hier? Achso, das ist eine Aufteilung. Ist die für uns relevant? Ich weiß es nicht, wir fahren mal weiter in rechts. Da kommen andere Trucker-Kollegen. Da vorne kommt noch einer. So, der ist fort. Zack, oh, wir werden dreispurig sogar. 100 erlaubt. Ja, dann fahren wir doch 100. Was ist hier rechts, das rote? Ein Fahrradweg. Falls man sich überlegt, mit dem Fahrrad einmal quer durch die Wüste zu fahren, die haben hier dran gedacht. Und ich hau den Fahrradfahrer einfach mit meinem Haus weg. Ist aber mutig hier. Mutiger junger Mann. Einfach an mir vorbeizufahren, während ich mit meinem Haus unterwegs bin. Nicht schlecht. Ja, leider sehen wir in der Nacht nicht wirklich viel. Ob es jetzt schön aussieht oder nicht, ich schätze mal rechts, links ist Wüste mit ein paar Bergen im Hintergrund. Oder Sandberge. Dünen und so weiter. Aber da vorne kommt was. Danke, Zoltan, für 10.000 Euro. Was ist da hinten? In der Ferne kann man es leicht erkennen. Hier rechts ist irgendetwas. Könnten Bäume sein? Ach, guck mal, das ist Wasser. Wir sind im Wasser. Nein, es ist Wiese. Entschuldigung. Es ist kein Wasser. Natürlich geht man Fernlicht bis unten. Es ist neues Fernlicht. Okay. Aber was das da hinten rechts ist, kann ich euch leider... Ach du Scheiße. Oh, Richtung Algier müssen wir.
Vorsichtig. Ach du Scheiße. Da soll ich rumkommen. Die sind aber alles hier Optimisten. Na, hat doch funktioniert. Hätte ich jetzt gerade nicht mehr gedacht. Wenn man Glück gehabt, hätte ich mir die Umgebung weiter angeguckt, wäre die nächste Ausfahrt wahrscheinlich am Arsch der Welt gewesen. Ich hätte sie nicht einmal sehen können. Die nächste Ausfahrt. Ich hätte sie einfach nehmen müssen. Weil ich sehe ja nichts. Ich könnte höchstens so machen. Und dann sehe ich ja was. So, jetzt sehen wir rechtzeitig, wann wir abbiegen müssen und wann nicht. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Algier, beziehungsweise vor uns sieht man schon im Schatten Algier. Oder eine Tankstelle. Ist es zuerst mal. Huch. So, schon mal vom Gas gegangen bin ich. Boah, es knallt so dermaßen, wenn da hinten ein LKW mit 60 reinfährt. Die Ware wird, das Haus wird hinüber sein. 100% Schaden oder so wahrscheinlich. So, schön runter bremsen. Auf 40 km/h oder so. Pi mal Daumen. Echt hübsch hier. Echt schick, muss man ja mal sagen. Hier hat man letztens unser Obst her. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Vorsichtig. Es hat funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, wir werden müde. Das ist wiederum nicht so gut. Wie lange habe ich denn noch Zeit? 1,5 Stunden. Kein Problem. Achso, hier ist wieder 90 erlaubt. Warum sagt das denn keiner? Die 90 fahren wir dann natürlich, denn wir fahren hier in Algier weg, nehmen das Schiff und verpissen uns von hier. Huch, war ein bisschen früh. Da haben wir es ja schon. Oh, war ja ein bisschen runterbremsen, schön. So verbrauchen wir 0 Liter. Sonst verbrauchen wir nämlich im Stand 3,6 Liter. Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Dankeschön. Machen wir Lichthupe hier. Die haben halt gesehen, dass wir was Großes transportieren, was sehr viel Platz braucht. Und deshalb waren die so nett. Und haben uns die Vorfahrt gelassen. Super freundlich von den Bewohnern hier in Algier. Muss man ja mal sagen. Da vorne ist auch der Autotransporter, der zuerst abbog. Da sieht man mal, was wir für eine Leistung haben. Und der andere tuckert da vorne immer noch chillig rum. Als ob es nichts wäre. Nichts, einfach mal chillig rumfahren. Übrigens bin ich begeistert davon, dass ihr alle mein Minecraft-Let's Play eigentlich regelmäßig schaut. Und das ist natürlich total cool. Und damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass doch so viele Zuschauer Minecraft sehen möchten. Wuhu! Aber es macht auch wirklich Spaß, alles wieder neu zu designen und so. Boah, kriegst du ja einen Rappel bei dem Blinker. Egal. Wir fahren hier realistisch, also muss der Blinker an.